Die Enstaler Gewerbetage beweisen wieder, dass die Region wirtschaftlich etwas kann und auch bewegt. Das bewegt auch wiederum die Medien und vor allem die Zumba Girls aus dem Gesundheitszentrum Tamaya. Die Girls der Fachschule Unterleiten haben nicht so geschwitzt, aber dafür besser gekocht und den Frühling mitgebracht. Andere wieder suchen auf der Messe junge Mitarbeiter oder zeigen schon dem Jüngsten spielerisch die Vorteile eines Passivhauses. Auch Outdoor ruhten weder Wind noch rührige Autoverkäufer, was aber den Schafen des heurigen Wirtes nur ein müdes Lächeln entlockt. Die Kids waren voll in Action, während die Polizei dem Ruhemodus frönte. Das Kaffeehaus-Dezernat kam ins Trudeln, während hier das Personal am Boden blieb. Top-Firmen aus der Region machten mobil und man sah, wie vielfältig Wasser eine Rolle spielen kann. Dass Kunststoff und Natur nicht grundsätzlich Gegenpole sind, das kann man auch einem Stadtkind erklären. Und haarige Angelegenheiten legt man am besten in Hände des geschickten Vertrauens. Genauso wie die Angelegenheiten in Sachen Gesundheit, wo der Gavlenzer Gesundheitstempel keine Wünsche offen lässt. Offen bleibt allerdings, ob er als Freiwild Bodenhaftung oder doch eher Höhenluft bevorzugt. Die Veranstalter sind happy mit dem Besucherstrom und die Besucher selbst fühlen sich gut versorgt und verteilen ihr Lächeln bereitwillig. Die Geschäfte gehen gut und die Top-Firmen der Region sind guten Mutes. Wenn das Haus wohl bestallt ist, darf auch gefeiert werden. Ob die Bauern mitfeiern, hängt auch ein wenig von TTIP ab. Die Enstaler Gewerbetage jedenfalls haben allen Grund dazu.